Kiel ist seit 1995 Klimaschutzstadt. Ein Anspruch verbunden mit großen Zielen. So will man den Ausstoß von Treibhausgasen und den Endenergieverbrauch der Stadt deutlich reduzieren. Die energetische Optimierung der IT-Technik in kommunalen Liegenschaften ist dabei ein wichtiger Baustein. Wir sind in der Digitalisierung sehr ambitioniert und deswegen passt dieses Projekt, wo es darum geht, Green IT hier in der Stadt umzusetzen, sehr gut zu Kiel. Green IT läuft seit 2013 als Kooperationsprojekt der Stadt mit der Christian-Albrechts-Universität Kiel, der Fachhochschule Kiel und dem Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Altholstein. In einem ersten Schritt wurden sogenannte Green IT-Checks durchgeführt. In insgesamt 2 Rechenzentren und 10 Serverräumen der Stadt wurden dabei Energieeinsparpotenziale von durchschnittlich 40% ermittelt. Der Umbau des Rechenzentrums im Abfallwirtschaftsbetrieb war das Pilotprojekt. Nach dem Energieeffizienzcheck wurden die Hardware, die Stromversorgung und Klimatisierung modernisiert und optimiert. Die Auswertung der abschließenden Messdaten ergab, die vorab prognostizierte Stromeinsparung von 70% wurde tatsächlich erreicht. Mit Green IT hat die Landeshauptstadt Kiel ein Projekt ins Leben gerufen, das sich auch in vielen anderen Kommunen umsetzen lässt.